Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Yogis Technik-Ecke, auf unserem Kanal, auf dem wir hier zumindest die Verpackung dieses wieder aufladbaren Handwärmers schon fast zerlegt haben. Modellnummer 13-OT620. Die 620 hat was mit 6000 mAh zu tun, denn das Ganze ist nicht nur ein Handwärmer. Für die Funktion können wir die 6000 mAh Akkuleistung natürlich auch verwenden. Aber das Ganze ist auch, wie ihr es schon vielleicht an den USB-Anschlüssen sehen könnt, eine klassische Powerbank zum Aufladen unserer USB-Geräte und außerdem auch eine kleine Taschenlampe. In Rot, denn das Ganze gibt es auch in Schwarz. Und wie gesagt, ja, mit 6000 mAh Akkukapazität, einem USB-Anschluss nur, dafür wie gesagt mit der Handwärmer- und Taschenlampenfunktion als Zusatz. Ich nehme mir mal heute mein Mainboard-Slotblech hier wieder zur Hand, da ich kein anderes Werkzeug habe, um die Verpackung zu öffnen. Tut es aber auf jeden Fall auch, denn Not macht immer erfinderisch. So, und dann sehen wir, okay, das sah jetzt auf den ersten Blick fast schon pink aus, aber in einer schönen Winteroptik. Das passt auf jeden Fall zur aktuellen kalten Jahreszeit, denn dafür ist der Handwärmer natürlich auch gedacht, um uns die Hände hier ein bisschen aufzuwärmen in den kalten Monaten. Was ist das hier? Ist das hier abgekratzt schon, der Lack? Ist das hier abgelöst? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Oder soll das eine Schneedecke sein? Nee, das ist nicht abgeblättert hier. Das ist so gewollt. Das soll hier so eine Schneelandschaft, glaube ich, sein. Das ist der Boden hier und da sehen wir auch einige Pflanzen raussprießen, besonders hier auf der rechten Seite. Etwas unglücklich gelöst. Sieht auf den ersten Blick tatsächlich aus, als wenn der Lack hier schon abgeblättert wäre. Dann schauen wir uns mal die Rückseite an. Da finden wir hier unten nur einige technische Daten, zum Beispiel zur Batteriegröße nochmal, das CE-Zeichen und ja, dann auf der Frontseite hier den USB-A-Anschluss, um unsere Mobilgeräte aufzuladen und den Micro-USB-Eingang, um die Powerbank selber mit Strom wieder aufzuladen. Das hier ist der Schieberegler, nehme ich ganz stark an, für die Taschenlampenfunktion. Schauen wir mal. Okay, hier tut sich noch nichts. Ich nehme mal ganz stark an, das gute Stück ist noch nicht aufgeladen. Schauen wir uns vorher noch die anderen Packungsinhalte an. Zum Beispiel haben wir hier eine Garantiekarte. 2 Jahre Garantie gibt es von Big Blue. Dann eine Kunststoffeinlage und außerdem ein USB auf Micro-USB-Kabelchen, geschätzte Länge 50 cm wahrscheinlich. Und dann haben wir auch noch eine Bedienungsanleitung für den aufladebaren Handwärmer. Einfache Aufladung, einfaches Leben. Das will ich hoffen, dass mein Leben dadurch einfacher wird. Mehrsprachig offensichtlich. Ja, schauen wir nochmal eben hier in den deutschen Teil. Produkteigenschaften, technische Spezifikationen könnt ihr euch kurz anhalten. Wenn ihr hiervon irgendwas lesen wollt, das gute Stück bzw. dessen 6000 mAh Akku ist jetzt hier fast vollständig aufgeladen. Die vierte Status-LED blinkt, wenn die alle vier dauerhaft an sind. Dann bedeutet das, dass der Akku vollständig aufgeladen ist. Ich zeige euch in allererster Linie zum Beispiel mal die Taschenlampenfunktion. Die können wir über diesen Button hier erreichen. Den hatte ich eben überhaupt gar nicht richtig entdeckt hier. An der Seite etwas versteckt. Wenn ich den einmal drücke, dann wird uns die Ladezustands-LED hier angezeigt, der Ladezustand. Und wenn ich diesen Knopf lange gedrückt halte, dann kommt nämlich hier die Taschenlampenfunktion zum Einsatz, die auch ja zumindest für Notfälle brauchbar ist. Wenn man irgendwo in der Dunkelheit verloren ist, ist das auf jeden Fall praktisch. Und was ich vor allen Dingen auch schön finde, dass diese Powerbank ja wirklich schön designt ist, wie so ein 5 oder 5,5 Zoll Smartphone, wie ihr das da hinten beispielsweise liegen sehen könnt, mit schönen runden und glatten Ecken. Da hatte ich nämlich auch schon einige Powerbank-Modelle, die ein bisschen kantig waren und da sogar dazu neigen konnten, unter Umständen das mit transportierte Smartphone-Gehäuse zu verkratzen. Apropos Smartphone, ich denke mal, das brauche ich euch nicht wirklich zeigen, die Powerbank-Funktion, aber ich tue es der Vollständigkeit halber dennoch. Ihr könnt natürlich, wie ich das eingangs schon sagte, den 6000 mAh starken Akku in der Powerbank auch dazu nutzen, hier ganz normal euer Mobilgerät aufzuladen, wenn ich dann den Stecker hier unten richtig reinbekomme. Oder muss ich dazu noch einmal den Taster hier, glaube ich, drücken, um die Powerbank-Funktion zu aktivieren. Einmal den Taster gedrückt, ganz genau, dann lädt das Telefon auf. Und wenn es uns aber stattdessen zu kalt ist und wir uns lieber die Hände wärmen möchten, dann können wir das wie folgt tun, nämlich mit dem kleinen Schiebeschalter hier vorne. Der hat zwei Positionen, nämlich Low und High, beziehungsweise steht er jetzt in der dritten Position
ganz links auf Off. Dann haben wir Low, könnt ihr sehen. Dann geht die Beleuchtung beim L an. Und außerdem haben wir hier aber auch die hohe Temperaturstufe. Könnt ihr sehen, das H ist angegangen. Und mit der wird der Handwärmer bzw. die Powerbank wirklich schnell warm. Hier ist jetzt schon eine deutliche Wärme zu verspüren. Und das dauert dann ca. 4-5 Minuten. Da ist das Teil auf jeden Fall oberhalb der 40 Grad aufgewärmt. Laut Beschreibung werden da 40-55 Grad, glaube ich, angegeben. Das ist auf jeden Fall spürbar und sehr effektiv. Wobei man sagen muss, dass besonders hier in diesem hohen Modus, also im heißen Modus, der Akku dann tatsächlich auch sehr schnell leergezogen wird. Dessen Kapazität wir, wie gesagt, immer mit dieser seitlich angebrachten Taste überprüfen können. Könnt ihr schon sehen, alleine durch das kurze Rumspielen jetzt hier ist schon ein Statuslämpchen ausgegangen. Das Ganze wird jetzt auf jeden Fall schön warm. Und ich finde, ja, gerade in den Wintermonaten jetzt ist das eine schöne Sache, wenn wir die Powerbank sowieso dabei haben, um unsere Mobilgeräte frisch zu halten, warum nicht einfach mal die Handwärmerfunktion aktivieren, die Hand mitsamt dem Ding hier in der Jackentasche vergraben und schon erlebt sich der Spaziergang auf jeden Fall in der Ecke gemütlicher bestimmt. Muss man nicht haben, kann man aber ein ganz nettes Gimmick für den Winter und natürlich für alle Smartphone- und Mobilgerätenutzer. Mehr kann ich euch dazu, denke ich, nicht erzählen. Zur Powerbank und Handwärme Taschenlampenkombination von Big Blue gibt es in Schwarz und in Rot. Und damit verabschiede ich mich von euch. Danke euch für eure Zeit. Würde mich wie immer über eine positive Bewertung auf dem Video freuen, wenn euch das in irgendeiner Weise weitergeholfen, informiert oder unterhalten hat. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut vom Yogi285 und ciao, ciao.